Wie sie ist ruhig. Zu ruhig. Wenn ich jetzt auf das Meer sehe, sehe ich nichts mehr als Wasser. Da? Ich liebe diese Augenblicke. Wenn du so hohle Sachen sagst. Das klare blaue Wasser, das Rauschen des Meeres, das Klingen in deinem Kopf, weil er so hohl ist. Das Singen der Möwen. Fehlt bei deiner Aufzählung nicht etwas? Ach ja, du, wie du ins Wasser fliegst und von Haien in Stücke gerissen wirst. Und natürlich dich, Gustav. Idiot. Sieh mal, Rena. Hm? Wohin denn? Zu viel. Ich sehe schon, er ist eifersüchtig, weil er dich sehr mag. Du Blödes. Da wird ihm wohl keiner helfen können. Er ist ja ganz anständig, aber er will immer noch zu viel. Und du bist ein blöder Drecksack. Nicht mehr und nicht weniger als ich, denke ich mal. Huch, du hast mich erschreckt. Tut mir leid, habe ich euch zugehört? Hä? Das tut mir ja richtig leid. Wisst ihr, ich habe eben mal mit einem Matrosen gesprochen. Der hat mir dann den Reisevorgang geschildert. Leider ist unser nächstes Ziel nicht Felucia, sondern Costa Velge. Costa Velge? Was wollen wir da? Mal ganz ruhig, wir gehen jetzt alle unter Deck und ich erkläre es euch, okay? Ja, okay. Phil, willst du den ganzen Tag an der Reling stehen oder ist dir schlecht? Was ist denn los? Los, komm, wir gehen jetzt unter Deck und besprechen, wie es weitergeht. Ganz anderes Schiff als vorher. Ich wünsche euch weiterhin eine angenehme Fahrt. Na gut, ich bin in die Kapitänskajüte gerannt, das war auch unfair. Ei, ei! Wart ihr schon beim Captain? Ja, der hat uns nur eine schöne Fahrt gewünscht. Ich bin wieder aus Meer, die meiste Zeit ruhig und manchmal nicht zu bändigen. Leider nicht ganz so schön. Wollt ihr unter Deck? Was stehe ich hier eigentlich überhaupt so unpassend rum? Meine Güte. Truhe! Tippi! Jetzt ist alles schön sauber. Ich freue mich total darauf, alles wieder neu zu wischen. Mann, was habe ich für einen Job? Okay, wenn man drauf steht. Urala will in unserem Zimmer reden. Nein, nein, Truhe! Nein, nein! Nö. Wir werden jetzt gleich in Costa Velge ankommen. Grund dafür ist, dass Felucia nur einen ziemlich kleinen Hafen hat. Wie weit ist es von Costa Velge bis nach Felucia? Nicht weit. Und wie kommen wir dann nach Felucia hin? Wir können mit einem Ruderboot von dort aus schnell nach Felucia kommen. Costa Velge. Gibt es dort vielleicht eine Elementkugel? Ja, vielleicht. Nein, aber dort war einst die entscheidende Schlacht zwischen dem Helden und dem Dämonen. Hört sich gar nicht mal uninteressant an. Wir sollten dort aber unsere Geschichte geheim halten. Es reicht schon, wenn der Senat von Felucia Bescheid weiß. Das stimmt. Wir können froh sein, dass uns bisher niemand Schwierigkeiten gemacht hat wegen diesem Vorfall. Rina und ich gehen jetzt erstmal wieder aufs Deck. Mach das. Ich werde nochmal versuchen, ob ich irgendwo Informationen bekommen kann. Ich suche alles nach Truhen ab. Ah, Kiste mit Proviant. Cool, gib mir. Wo ist meine rote Truhe? Da oben war doch auch eine rote Truhe. Ja. Speichern. Regenerieren. Na, speichern können wir auch mal, wenn wir gerade eh da stehen. Zack. Hallo. Diesen Mist schleppen wir ständig mit. Er gibt uns Hoffnung. Ich würde sogar sagen, er ist unser alles. Um es kurz zu machen, wenn dir mal schlecht ist oder du mal deinen Stuhlgang verrichten willst, komm hier hin. Irgendwie uncool. Naja. Felucia, ich komme! Und dann wird erstmal ohne Ende eingekauft.
Phoenix Feder. Ich stelle mir Philucia so riesig vor. Man sagt ja immer, es sei die größte Stadt. Yay, 10 Folgen nur Stadt erkunden. Oh, die hat auch mal gespeichert. Hallo, wer bist du? Esriel, ne? Ich bin ganz aufgeregt, endlich Philucia mit eigenen Augen sehen. Ich habe gehört, sie soll 3-mal so groß sein wie St. Merck. Ist das nicht fantastisch? Das ist eindeutig Esriel. Hey Kleiner, schau mich bitte nicht so an. Ich bekomme immer Depri-Phasen davon. Findest du nicht auch, dass solche Bärte immer mehr in Mode geraten? Ja. Alles klar, Kumpel. Lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. Hey, sieh nur. Wir sind da. Schade, keine Zeit mehr, dich über Bord zu werfen. Okay. Auch cool. Warum nicht, ne? Costa Beach. Wow. Oh, das ist Krillin. Okay. Wo sind meine roten Truhen? Wo sind meine roten Truhen? Yay! Ah, da sind wir. Ich dachte gerade schon. Also dieses Gegend gucke ich erstmal richtig an. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann können wir ja noch baden gehen. Ja, kosten wir hier ein paar Stunden die schöne Zeit aus. Wer weiß, ob wir sowas jemals wieder erleben. Stimmt schon. Phil, ich vertraue dir mal unser Gepäck alleine an. Ach, du Arsch. Wenn du meinst, es soll weitergehen, dann trommel uns einfach zusammen. Also, viel Spaß. Blöder Sack. Ich hoffe, ihr kommt gut nach Philucia. Wir können die Stadt noch nicht verlassen. Okay. Hallo. Kaum zu glauben, ich habe einen riesen Absatz gemacht. Jetzt habe ich so viele Waffen verkauft, dass ich keinen Nachschub habe. Wenn ihr Waffen kaufen wollt, dann geht in die Stadt rein. Dort sollte noch nicht alles vergriffen sein. Okay. Nur hier gibt es so guten Fisch. Unser Dorf finanziert sich durch Export und Tourismus. Okay. Frisches Bier, nur hier. Okay. Jetzt suchen wir erstmal alles nach Truhen ab, wie immer. Frische Krabben, nur hier. Oh, Möwen, die keinen Krach machen. Yay. Hey, was geht mit dir? Eigentlich wollte ich heute noch segeln, aber so wie es aussieht, werde ich heute dazu nicht mehr kommen. Dich kennen wir, dich lassen wir. Meine Truhe. Gib mir 2000 Gil und ich gebe dir den Schlüssel zu dieser Truhe. Ich sage dir, dass was sich dort drin befindet, wird dir noch von großem Nutzen sein. Du hast nicht genug Gil. Gib mir die Truhe. Okay. Wo laufe ich hin? Natürlich dahin, wo ich dann nicht weiterkomme. Blah. Also gehen wir jetzt mal was verkaufen, damit wir genug Gil für diese Truhe haben. Ja. Hoffen wir, dass eine Guardian Force drin ist. Wahrscheinlich werde ich nur verarscht, aber hey, was soll's. Damit kann man leben, vor allem in einem Spiel. Hallo. Ich finde die Anordnung dieser Häuser sehr schön. Von dem Berg links von uns kann man sogar in Philucia reinschauen. Dieser Blick ist einfach göttlich. Dann gehe ich am besten mal mit Rena dahin. Tor. 3 Potions. Hallo. Das ist mein Haus und kein Ort für Tourismus. Touristen, wenn ihr euch an irgendetwas ergötzen wollt, tut das, aber nicht in meinem Haus. Und an deiner Frau? Außerdem habe ich eine schwere Entscheidung zu treffen. Mein Mann und ich wollen bald heiraten. Wir werden dazu wahrscheinlich nach Triboli gehen. Dort gibt es wenigstens kirchliche Einrichtungen. Bla 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 bla. Gut. Dann halt nicht. Ich habe gehofft, er gibt mir eine Quest, aber naja. Ach, dich lasse ich eh doch, Gustav. Dich hole ich gar nicht ab. So, was gibt's denn hier? Spiegel. Ah, gut, das kann ich mir gar nicht angucken. Das Zeug in der anderen Stadt war scheinbar richtig gut. Egal, Nachhinein ist man immer schlauer, ne? 250.
Ich dachte gerade schon, ich hätte das Rena-Amulett verkauft. Heilpotion zum, ja, immerhin. Elixiere, 500, Mega-Elixier, zack. Zwei Stück verkauft und glücklich sind wir. So, was haben wir hier? Verschlossen. Hallo, Krillin! Wer Fiduzia mag, wird Costa Welch lieben. Meiner Meinung nach das Paradies überhaupt. Okay, Krillin. Das hier ist wahrscheinlich dann das Inn. Denke ich mal. Ja. Verschlossen. Brrr. Egal, wir haben Krillin gefunden. Das ist schon mal was wert. So, Haus, hallo? Seht euch schön um. Vielleicht findet ihr interessante Bücher, die euch gefallen. Okay. Das ist eine Karte. Gib mir die Karte. Da! Mano. Hallo, Orala. Ach, wollt ihr wieder los? Ich denke, wir sollten uns noch zusammen ein paar interessante historische Sachen zeigen lassen. Ich wollte nicht mit dir, ich wollte mit Rena an... Och, Mann. Drecks, Spack, du. Ich wollte mit Rena zu dem Aussichtspunkt da gehen. Tralala. Hihihi. Oh, sowas mag ich, das gefällt mir. Okay, Gustav lasse ich außen vor, weil Gustav... Bäh. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Gustav leiden könnt. Ich hasse den Typi abgrundtief. Rena! Rena! Wo bist du? Hallo Rena, komm mit mir. Okay, ich denke, wir sollten weiter. Jupp, ich bin fertig mit Einkaufen. Mir ist das hier sowieso zu teuer. Du gibst mir jetzt deinen Schlüssel. Spiegelhelm. Oh, war aber zu erwarten. Naja, besser als nix. Blöde Kuh. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn es eine Guardian Force gewesen wäre. Hey Gustav, ich hasse dich. So. Nachher habe ich einen Error im Spiel produziert, weil ich Gustav nicht mitgenommen habe. Egal. Okay, das scheinen beides Gegner zu sein. Greif. Warum wird niemand Greif genannt? Naja, egal. Quetzalcoatl, go. Flammentanz reicht. Oder auch nicht. Aua, aua. Bam. Zeig uns, was du kannst, Orala. So, und weg mit der Harpyen. Wäre cool, wenn ich jetzt echt Gustav verlieren könnte. So, Spinnen. Oder auf. Oder eine Strandmade. Okay. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Titan, mach was du kannst. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Einzelzielangriff? Gut. Status heilen, okay, warum nicht? Vogel. Augenkrebs, Kampf, Einleitung. Auguda, okay. Zack und Bam. Mist, das folgt den Pokémon-Regeln. Wo
Wobei, Blitz hat nicht so viel Schaden gemacht. Na egal. Immerhin war es konfus. Stirb. Haha. Zeig dir, was du kannst, Orala. Und nicht so sehr auf die roten Punkte auf diesen Dingern achten. Zack. Also wenn hier die Harpien schon so detailgetreu sind, bin ich mal gespannt, ob es hier auch einen Succubus gibt. Komm her, Vogel. Greif. Ich will ja nichts Falsches sagen, es sind ja Greifen. Go, Kaktor. Schön so. Bam. Oh Mann, das hat nicht gereicht. Ich glaube es nicht. Das wird aber reichen. Zack. Und hau sie um. Das gibt's doch nicht. Ihr enttäuscht mich. Ja gut, ich habe euch seit 3 Städten keine Waffen mehr gekauft. Aber egal. Und scheinbar waren die in der Rassistenstadt recht gut. Egal, verpokert. Oh nein, eine Strandmade. Titan, mach sie weg. Mach sie weg. So ist fein. Was braucht man, um Kakerlak zu töten? Titan, fertig. Wiedergreife. Komm her. Komm schon. Und Stein. Oh nein, das folgt ja den Pokémon-Regeln. Fast. Na egal, vielleicht macht Steinhagel Schaden. Nope. Na egal. Oh Mann. Weg mit dir. Wir gehen erstmal zu dieser Truhe. Jetzt sind wir auf einem Strandberg. Ach stimmt, hier hat ja dieser Kampf stattgefunden aus dem Intro, wo der tolle Held gegen den Dämon gekämpft hat. Oder? Okay. Passiert hier noch was? Muss ich Gustav dabei haben? Muss ich Gustav wirklich dabei haben? Sieht so aus, als ob ich Gustav dabei haben muss.